Die Wasserfluten überraschten die Menschen im Schlaf in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962, als in Hamburg die schlimmste Sturmflut der Stadtgeschichte wütet. Dann habe ich einen Mann da in einem Geschäft gesehen, der war mit einmal verschwunden, der tauchte dann unter, den habe ich dann nicht wieder gesehen. Die Nacht der Sturmflut, ein Zeitzeuge berichtet jetzt in einer neuen Folge von Wir machen Hafen. Landunter in Hamburg im Februar 1962. Vor genau 60 Jahren war es die schlimmste Sturmflut in der Geschichte, die Hamburg jemals erlebt hat. Wir sind mit Peter Bink am Sturmflutdenkmal in Wilhelmsburg verabredet. Er ist Zeitzeuge der Sturmflut, damals 22 Jahre jung. In der Nacht ist er bei seinen Eltern in Wilhelmsburg. Die Elbinsel trifft es besonders stark. Zu niedrige und schlecht gebaute Deiche machen es den Wassermassen damals leicht. Hier unten ist ja wie eine Badewanne. Hier war ja alles überflutet. Das Wasser lief ja von allen Seiten hier rein. Nachher haben wir noch die Nachbarn unten, aus, das Wasser immer höher stieg, aus der Wohnung gezogen. Die schwammen in Holzbetten. Und dann haben wir die nach oben gebracht. Und dann bei uns in der Wohnung war dann Sammelstelle. Obwohl der damalige Polizeisenator Helmut Schmidt in einer groß angelegten Rettungsaktion sofort handelt, kommt für viele Menschen die Hilfe zu spät. 315 Menschen verlieren ihr Leben in den Fluten, über 200 allein in Wilhelmsburg. Wenn man weiß, dass ca. 222 Menschen allein hier auf der Insel in Wilhelmsburg gestorben sind, dann ist das einfach auch so eine Sache, die man den jüngeren Menschen darbringen muss. Wir werden hier oben eine Ausstellung von 80 bis 100 Quadratmetern ausbauen, also als Flutgedenken. Das Museum Elbinsel Wilhelmsburg. Hier gibt es zahlreiche Fundstücke und stumme Zeitzeugen an die Flutnacht im Februar 62. Wir haben hier zum Beispiel die Trinkwasserdosen, die dann oft auch von den Hubschraubern aus abgeworfen wurden, beziehungsweise wurden die Leute auf den Dächern in den Notunterkünften versorgt. Hier stehen natürlich auch noch die Jahreszahlen drauf. Originales Trinkwasser, natürlich jetzt sicherlich verdorben schon. Das ist auch das originale Telefon aus diesem Büro, aus dieser Wetterstation, und vermutlich ist eben auch Helmut Schmidt bzw. alle anderen Leute am Rathaus informiert worden über die Katastrophe und über die Winde bzw. die Orkane. Ein kurzer Ortswechsel rüber zu den Landungsbrücken. Hier treffen wir Andreas Lehmann. Er ist Leiter der Wasserbehörde und des Sturmflutwarndienstes. Zusammen mit seinen Teams arbeitet er kontinuierlich an der Verbesserung des Hochwasserschutzes in Hamburg. Wir haben moderne Deiche, die teilweise 60 bis 70 Meter breit sind. Und wir haben moderne Hochwasserschutzanlagen wie hier in Hamburg-St. Pauli. Das sind Anlagen, die 1962 noch gar nicht da waren. Bei Sturmflutvorhersagen hat sich auch ganz viel getan. Unsere Kollegen der Hydrologie haben ein Verfahren entdeckt, wie wir eben mit Messstationen direkt an der Küste mit den IS-Daten aktuell die Vorhersage verbessern können. Was das BSH im Prinzip nur aus Modellen macht, machen wir direkt mit Live-Daten. Zurück in Wilhelmsburg. Auch 60 Jahre später bleibt für die Menschen auf der Elbinsel die Flutkatastrophe unvergessen. Auch wenn das vor 60 Jahren also war, dann überlege ich kurz und dann sehe ich die Bilder noch.